Wunderschönen guten Tag. Wir sind hier bei Tomb Raider und wollen jetzt hier einen schönen Körper reinmachen. Oder einfach einen Arschplatscher. Drücken und halten Sie im Wasser umschalten und betauchen. Möchten Sie auftauchen, drücken Sie und halten Sie leer. Ui, die ist schnell. Bin ich nicht gewohnt. Okay, und jetzt Bewegungstasten ganz normal. Ja, wo, was soll ich denn jetzt machen? Oh, ich habe keine Luft mehr. Oh, hoch, 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 schnell. Ui, das ging aber besser als gedacht. Was machen wir jetzt da unten, ist die Frage. Gibt's hier irgendwas? Also mir würde jetzt nichts ins Auge springen. Da ist was. Muss ich da E drücken wieder? War das was Gutes oder nur ein doofes Medipack? Ah, oh, da geht's weiter. Sehe ich jetzt erst. Ich glaube, ich bin mal ertrunken bei meinem ersten Let's Play dazu, was ja nur 21 Videos oder so lang ging. Also ich bin nicht weit gekommen. Da war ich, glaube ich, noch langsamer als in diesem Durchlauf. Ich wollte gucken, was ich genommen bekommen habe. Kleines Medipack war das. Okay. Dann geht's hier wohl weiter. Schnell, Lara! Schnell! Schneller! Du hast doch keine Eisenstiefel und keine blaue Rüstung. Taucht dein Rezinktier. Oh, sie ertrinkt. Ich muss da hoch, ich muss da hoch. Oh, hoch, da geht's nicht hoch. Nein. Ah, eh, eh. Oh, das wird knapp. Halte durch. Reicht das jetzt, oder? Oh, oh. Habe ich wieder unendlich... Oh, no. Das war ein kleiner Krampf. Aber da habe ich nur ein bisschen Lebensenergie verloren dadurch. Weint sie? Das sah im Moment so aus, aber das ist nur wegen dem Wasser. Was hat sie im Gesicht? Überschminkte... Dings. Sommersprossen. Kontrollpunkt. Perfekt. Jetzt hängt das Wasser an ihr rum. War das verseucht? Ist sie jetzt vergiftet? Das ist sehr schön eigentlich hier. Hier haben auf jeden Fall mal Leute gelebt. Wo sind sie jetzt? Man müsste sich das irgendwie nochmal besser angucken können. So eine Geschichte dazu erzählen. Also sie hat auch ein Tagebuch. Sie könnte ruhig noch ein paar mehr Gedanken dazu schreiben. Und nicht das Einzige, was sie dazu sagt, zu irgendetwas. Moment, das war ganz witzig. Kann man das nochmal anhören? Ich sollte mich hier mal umsehen. Oh, das kann man ja immer wieder benutzen. Kann ich nicht mehr den alten Eintrag sehen. Naja, sie sagt halt immer so kurze Sätze. Die einen nicht irgendwie weiterbringen. Ah ja. Ach, jetzt bin ich in einem Haus. Mhm. Damit mache ich mir dann hier die Tür auf. Wie paranoid waren diese Bewohner? Vielleicht haben sie Angst vor Bären. Und jetzt können wir hier oben lang. Okay, das muss wieder ohne Enterhaken gehen. Hoppala! Mir fehlt noch der Schlüssel. Hier muss es irgendwo einen Key geben. Nur einsammeln, ganz kostenlos, wie Windows 10 es einst war. Danke für ein Jahr. Oh, holla. Wieso ist das denn? Hätte ich mich irgendwie beeilen müssen. War aber nur für ein Jahr kostenlos für Windows 7 und 8 Nutzer. Interessiert keinen, aber ich mag solche Infos, wenn sie Jahre schon zu spät kommen. Drücken Sie E, um nahegelegene Objekte wie den Käfig zu packen. Ih, was ist denn da drin? Eine Mumie. Ich glaube, das war ein Verräter. Kann ich das jetzt noch irgendwie aufmachen? Also bestimmt. Wieso zielt sie nicht dahin, wo ich hinziele? Schießen? Oh, es kann so einfach sein. Ich vermisse ein bisschen den Ton.
Oder so, in der Art. Schieben oder hätte ich ziehen sollen? Lebt das Ding noch? Ih! Nein, das ist tot. Das nehmen wir mit. Da reißt sich jedes Museum drum. Okay. Abgesehen von der Steuerung im Kampf komme ich da, glaube ich, schon recht gut zurecht. Mit dem Spiel. Ist das der Schlüssel? Die Keycard? Wirklich eine Keycard? Ihr wollt mich doch. Schrotflint. Oh, sieht aus wie so Silvesterböller. Wie lange ich nicht mehr geböllert habe? Ich glaube mit 15 zuletzt. Also schon 40 Jahre her. Nicht ganz. So, das ist aber der Schlüssel. Der sieht auch sehr schlüsselig aus. Ja, damit. Dorfschlüssel. Sehr vergilbt und alt. Billig Gold. Drücken Sie Tabulat. Ja, das habe ich schon selbst rausgefunden. Sehr schön. Und da ist dann der Schlüssel drin. Enter. Nein. 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 Wie arrogant das klingt, ne? Ich sollte mich hier mal umsehen. Ja, gut. Ich fände es witzig, wenn man... Vielleicht gibt es ja einen Patch dazu. Wie sie dann mit offenen Haaren rumläuft. Ich glaube, das sähe cool aus. Wie die dann so in der Luft rumwehen. Aber ist natürlich viel praktischer, wenn man das mal real betrachtet. Die zu einem Zopf zusammenzubinden. Ich hatte selbst schon auch diese Überlegung, denn meine Haare sind auch gelegentlich etwas länger. Aber meistens sind sie dann doch nicht lang genug, um einen gescheiten Zopf hinzukriegen. Und ich würde ihn dann nicht flechten, sondern einfach zusammenbinden, ne? Wo ging es denn jetzt hier raus? Ich red wieder und denk nicht nach. Da geht's raus. Habe ich hier irgendwas übersehen? Es geht ja über die Dächer auch weit. Da habe ich das alles gemacht. Also bei der Säule hier war ich nicht. Kann ich mich nicht entsinnen. Also bestimmt habe ich was übersehen. Da geht's hoch, oder? Kontrollpunkt mal wieder. Es gibt bestimmt einen Weg, aber ich sehe ihn jetzt gerade noch nicht. Ja. Von weiter hinten noch? Also von hier komme ich nicht hoch. Okay. Das Spiel bietet so viele Geheimnisse. Bin völlig überfordert. Natürlich nicht. Mir macht's Spaß. Man darf halt es nicht eilig haben, vor allem wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt. Jetzt bin ich aber verwirrt. Da kam ich her. Okay. Vielleicht später? Ich sehe jetzt hier nicht direkt, wo ich da hochkäme. Also lassen wir das erstmal hinter uns. Es gibt auf jeden Fall hier noch etwas. Da bin ich mir ziemlich sicher. Warum ist diese Säule kaputt? Welche Vandalen waren denn hier am Werk? Nein, geht nichts. Okay. Okay. Da bin ich durchgesprungen, aber wie komme ich aufs Haus, aufs Dach? Ich kann ja jetzt nicht plötzlich da hochklettern, das wäre ja merkwürdig. Wäre schnell genug gewesen, hätte ich vielleicht es noch darüber geschafft. Das kann sein. Und dann hätte das geklappt. Dann habe ich zumindest jetzt meinen Fehler erkannt. Oder geht's da weiter? Oder nicht? Auf jeden Fall. Irgendwo geht es hoch. Ah, ich habe eine Idee. Ich kann auch ziehen, aber ich schieb lieber. Das ist besser für den Rücken. Und jetzt einfach hier hoch. Ich bin selbst draufgekommen. Das sind so Zelda-Basics eigentlich. Aber bei einem anderen Spiel muss man erstmal voll lang überlegen. Da
Da ist mehr Zeug. Noch mehr Schrotflintenmunition, ein Medipack. Aber komme ich auch so auf die Häuser? Schön, dass hier frische Luft reinkommt. Aber so komme ich ja nicht mal auf die Häuser. Zu früh gefreut. Aber ich habe noch eine andere Idee. Upsala. Kann ich noch weiter nach... Natürlich kann ich das. Schieb, schieb, schieb. Oh, komm. Nein, 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 nein. Das ist bei Zelda einfacher. ja, vielleicht ziehe ich dann doch lieber. Ja. Rein. Eieiei. Da gehst du eben erst nach rechts. Dann ziehst du jetzt. Und zieh. Och. Warum muss denn diese Mauer im Weg sein? Frag ich bei Umzügen auch immer. Zurück. Jetzt, danke. Okay, wo will ich jetzt eigentlich hin? Ja, jetzt kann ich ja doch hier hin. Muss ja eine schön gerade sein, sage ich immer. Hauptsache die Funktionalität ist gewährleistet. Und auch. Auf jeden Fall ist da etwas, was wie ein Medipack aussieht. Was es auch ist. Diese Totenköpfe. Totenschädel. Schädelkopf. Ich glaube, ein Kopf ist mehr mit Haut. Normalerweise. Da würde ich da eher Schädel dazu sagen. Da kommt einem immer so ein bisschen Indiana Jones in den Sinn. Kam das schon vor 96, als dieses Spiel rauskam? Das Nicht-Remake. Könnten wir ja mal wieder gucken, wer von wem geklaut hat. Hm? Vorher gab es ja noch nie Totenschädel. Jetzt kann ich... Wieder zurück will ich natürlich nicht, aber ich kann das ja noch weiterschieben. Ich kann es ja auf die Spitze treiben. Kann ich das nicht einfach in meine Handtasche mitnehmen? Hä? Ich will... Hä? Ja, nicht schieben. Eieiei, vielleicht hätte ich es ja von hier nehmen sollen. Sie schiebt doch nicht etwa, oder? Ich will ziehen. Jetzt ziehen wir. Hey. Steuerung ist schwer. Und so rum. Ja. Reicht's, wenn wir den einfach hier abstellen? Den Kiste. Den Block. Den Käfig des Bewohners, der einst lebte. Kann ich einfach rüberhüpfen, bitte? Ja. Nein. Gut, aber macht nichts. Wir machen es jetzt halt... ja, was machen wir? Wir können uns da nicht festhalten. Auch nicht an den Stangen. Müssen wir überall die Kiste hier reinschieben, oder wie? Oder was bringt dieses Haus hier überhaupt? Von innen nichts, vielleicht von oben dann. Gut, hier kann ich die Kiste hinschieben und vielleicht an die Stange... Aber ich ziehe mich nicht aus. Nicht in diesem Durchlauf. Der Nacktpatch hat mir schon mal eine Verwarnung eingehandelt. 2011. 6 Monate lang hat der Bestand gehalten. Urheberrechtsverwarnung übrigens sind nach 3 Monaten schon wieder weg. Manchmal auch schneller. Ja, zur Stange. Dupdi-dupdi-du. Mhm. Vielleicht versuchen wir es wieder mit Schieben. Schieb. Und ist die Helligkeit zu hell oder so? Ich habe ja den Kontrast. Habe ich alles schon mal gesagt, egal. Nie zufrieden hier. War das gut? Es war richtig. Ich hätte hier schon längst weitergekonnt durch die Tür mit meinem Schlüssel. Dem Gefundenen. Na, Moment, einfach der Taste. Aber hier gibt es bestimmt noch eine Reliquie. Nein! Nicht hier an der Stelle, das ist fies. Ja, hau sie doch, klatsch sie doch kaputt.
Hol die Fliegenklatsche raus. Warum sterbe ich denn jetzt an so einer Nichtigkeit? Aha, sehr schön. Weil ich beim Kontrollpunkt reingelaufen bin. Hat sich das hier alles gehalten? Positionen wurden gesichert. Damit habe ich ja nicht so gerechnet. Bin aber hocherfreut über diese dicken Lippen. Nein. Dass wir hier hoch können. Das Spiel ist ja eigentlich sehr sexistisch. Wenn man mal bedenkt, wie sie modelliert wurde, diese Hauptperson. Aber das haben die Entwickler auch schon selbst gesagt und erwähnt. Jetzt schnell hier hoch. Ich darf mich doch nicht von Fledermäusen hier killen. Nur verletzen. Und vergiften. Haben wir Musik? Was ist das denn? Okay, ich weiß nie, ob ich da jetzt den Enterhaken brauche oder ob sie das so schafft. Woher soll ich das denn erahnen? Sehen die Stangen dann anders aus, die Stäbe? Ich versuche es erstmal ohne. Hätte auch sein können, dass der Anlauf zu wenig wäre, aber... Ja, aber es klappt ohne. Kontrollpunkt. Sehr schön. Also jetzt darf ich wieder sterben. An der Stelle brauchen wir... Okay, jetzt weiß ich, wann ich einen Enterhaken brauche. Einfach, wenn es mir angezeigt wird. Das ist ja so simpel. Man muss es erstmal lernen halt. Perfekt. Hängen Sie raufziehen? Muss ich mich irgendwo raufziehen? Kenne ich auch aus Twilight Princess. Wo will ich denn hin? Muss doch einfach hier weiter, oder? Ja, ich musste einfach weiter, denn hier links geht's weiter. Ich wüsste nicht, warum ich mich raufziehen sollte. Oder gäbe es da vielleicht noch was? Dann werde ich mir später noch in den Arsch speisen. Aber macht ja auch nichts. So, dann drehen wir hier schön. Das habe ich bei Zelda ab Wind Waker und Twilight Princess auch immer gemocht. Dass man die Kamera so schön schwenken konnte. Später wurde das leider nicht beibehalten. Vielleicht in der Switch wieder. Wer weiß. Habe ich noch nicht gespielt. Was bist du? Ein Einhorn? Ein gefülltes? Ein Füllhorn? Was bist du? Warum wird mir das nicht irgendwie vorgestellt? Großes, kleines, Schrotflinten. War das irgendwie Schrotflintenmunition oder wie? Enter habe ich irgendwo noch. Oder war das eine Reliquie? Das war ein Artefakt. Okay. Schade, dass es mir nicht vorgestellt wird. Hätte man schon mal erwähnen können und eine Geschichte dazu erfinden. Der Wasserfall. Und jetzt auf die Dächer endlich. Ich glaube, da rutsche ich runter. Da ist nichts mehr hier oben. Also ich hätte mich nicht irgendwie hochziehen müssen. Meiner Ansicht nach. Hier wird wohl nichts mehr weiter sein. Wir versuchen mal aufs Dach zu kommen. Natürlich geht das nicht. Nicht sterben, nicht sterben. Ah. Fledermäuse sind gar nicht mal so schwer. Gut, wir können weiter. Weiter, weiter. Heiter, weiter. E. Enter. Drehen. Perfekt. Kontrollpunkt. Da heult schon jemand. Ich hoffe, ihr heult nicht, weil das Video nicht so schlimm war. Und danke fürs Zusehen und beim nächsten Mal... Ich mache noch ein Video. Bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss.